Hallo Leute, willkommen bei Super Mario Galaxy 2. Nein, ups, schon wieder selber Fehler. Ja, ich meine Super Mario Galaxy 1. Und zwar, erinnert ihr euch noch an die erste Mission, an die erste Sternmission, die wir gemacht haben? Der Dino Piranha? Tja, jetzt ratet mal was. Die letzte Mission, eine Feuereruption. Die letzte Mission, die man eigentlich macht. Es ist die allerletzte. Der Dino Piranha kommt wieder. Es ist die erste und die letzte Mission, was ich sehr cool gemacht finde. Er wartet, wie beim ersten Mal, auf einen seiner Planeten und will seine Rache haben. Gut, die wollen wir ihm geben. Oder wir wollen möglichst eine Chance dafür geben, sich zu rächen. Wir werden ihn wieder besuchen kommen. Aber wir werden ihn töten. Ich habe mich eben darüber gewundert, dass ich einen dritten Stern dort auf dem Planet machen musste. Da ist mir eingefallen, dass er jetzt, dass bei dem Teil hier noch alle Planeten mit drei Sternen gespickt sind. Und bei Super Mario Galaxy 2 sind es ja jeweils immer mit zwei Sternen. Deshalb hat es mich leicht verwirrt, dass es dort einen dritten Stern gab hier auf der Karte. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Weil, ja gut, wie gesagt, das war eben unerwartet. So, hoppala. Oh, ja gut, alles wird gut, alles wird gut, Mario. Wir werden nicht sterben, nur ganz bisschen vielleicht. Außer vielleicht einmal. Ob ich mich hier hochschummeln kann? Ja, hier kann ich mich langschummeln, sehr gut. Ja, so, jetzt kommt wieder eine 2D-Dimension. Da springen wir auch einmal kurz hoch und ab in die Röhre. Zack. Ah, ich glaube, hier gibt es nachher auch lila Münzen zu sammeln. Da, wo ich jetzt gerade lang gehüpft bin. Und es kommt halt alles wieder relativ bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir schon mal gewesen. Aber letztendlich läuft es hier auf dasselbe hinaus. Und zwar diesmal, dass sie hier diese komischen Monster töten dürfen. Wow. Ja, wir dürfen diesmal alle Feuermonster töten. So sieht's aus. Ja, los, verbrenn mich doch, wenn es dir Spaß macht. Los, verbrenn mich doch, wenn es dir Spaß macht. Geh jetzt weg. Ja, oh Gott, der kommt ja wieder. Nicht gerade das beste Terrain und hier gegen jemand zu kämpfen. Wie der mal am besten hin. Komm hierher. Auf. Komm her. Komm her. Oh, sieh zu. Hier, stirb. Ich brauche unbedingt Energie. Und hallo. Stirb. Tschüss. Dankeschön. Weg hier. Und jetzt sollte ich mal gucken. Ah, hier ist noch einer. Das ist der letzte. Da sollen wir erstmal drauf kommen. Diese Aufgabenstellung bei dieser Art von Monstern kommt nicht oft bei Mario Galaxy dran. Also diese hier zu töten, da könnte man schon ein bisschen dran hängen, auf diese Genlösung zu kommen. Hoi. Okay, hier dreht sich die Kugel, aufpassen. Nicht verwirren lassen, das Ding, das dreht sich zurück, also müsst ihr ein bisschen in Bewegung bleiben. Das wäre von Nachteil, wenn ihr euch jetzt irgendwie in die Lava begibt. Oh Gott, dass diese Lavastreifen so lang sein müssen. Oh, ich hüpfe jetzt einfach rüber, ich hatte Lust mehr. Ah, seht ihr, das hat man da vorne, wenn man einfach rüber hüpft. Dann landet man gleich in dieses Lavaloch. Das war ja wieder klar. Upsa. Was ist denn hier jetzt los? Ach Gott. 5 Sternteile finden wieder. Das ist jetzt wieder angesagt. Kann ich mich hier drücken? Nee, okay, das wird nichts. Okay, dann sammle ich hier erstmal das erste ein. Wo ist das zweite? Das ist hier. Okay, hier ist aber auch eins. Okay, ich bin auch rechtzeitig gelandet. Okay, hier ist ein Hobo-Pilz. Den muss ich... Oh Gott, schön gelandet, Mario. Okay, jetzt auf die grüne Plattform und sich den Hobo-Pilz schnappen, damit wir wieder 6-fache Energie haben. Wow. Und hier ein Sternteil. Und das ist das letzte. Okay, okay, ich wurde irgendwie hochgequetscht. Oh Gott, da kam ich nicht ran. Jetzt aber. Zack. Und hab's. Wo muss ich jetzt hin? Da. Rechts muss ich raus wieder. Da ist der Ausgang. Und hochklettern, Mario. Man kann sich hier echt blöd anstellen, aber es hält sich in Grenzen. Das ist die letzte normale Mission, die man so machen kann. Mal abgesehen von den Liedermünzen. Ist so ein ganz wichtiger Augenblick in diesem Spiel. Könnte man sagen. Das ist nicht gerade unbedeutend. So, einmal hier hochspringen, einmal ganz viele Sternteile einsammeln. Oh Gott, und wie viele Sternteile? Das glaubt man mir gar nicht. Oh, da, ganz viele. Seht ihr? Oh, einmal den Arsch verbrennen. Und dann erst kapieren, dass man weitermachen muss. Sternteile, Sternteile. Falls ihr irgendwelche komischen Sägegeräusche hört, das kommt von draußen. Nicht wundern. Diese Baustelle hier ist der Horror. So. Einmal Klatsch. Und wer ist da drin? Ein brennendes Etwas. Mit einem brennenden Schwanz. Tja. Manchmal brennt das Ding und manchmal nicht. Das musst du mal aufpassen. Jetzt ist er so pissig. Er sieht aus wie eine Feuerblume. Feuerblumenpflanze. Ich bin super Pissigkeitsmodus. Ich bin so pissig, dass ich brenne. Sehr gut, oder?
Komm her, jetzt bist du der Anti-Akro-Modus. Anti-Akro-Modus muss man sich ausnutzen, damit die Pflanze noch pissiger wird. Superflüssigkeit ist back. Okay, eine kleine Pflanze, ein weiteres Duell kannst du haben. Wir kennen das Spielchen, oh, du armes Ding. Oh Gott, jetzt geht das Ding aber sofort wieder an. Jetzt musst du aufpassen. Münze her. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Ich will das nicht witzig. Ey, komm. Ja, jetzt. Jetzt. Ach, scheiße, schon wieder nicht geschafft. Jetzt wird's echt unfair. Jetzt wird's doch echt unfair, oder? Oh Gott. Jetzt wird das sicher aber echt unfair. Ich muss den richtigen Moment abtimen. Nein. Ach Gott, schon wieder nicht geschafft. Das ist echt schwer. Okay, ich weiß sogar, wo ich bin. Ach, jetzt hast du mich wieder gesehen, ne? Das war ja klar. So, jetzt. Ah, Mann, ich wollte ihn gerade. Ich wollte ihn gerade schlagen. Jetzt! Stirb! Oh, bitte. Was? Okay, damit hat er mich überrascht. Ich dachte, er hätte nur wieder 3 Lebenspunkte. Damit hat er mich ernsthaft überrascht. Okay, einmal Mütze her. Jetzt wird das aber echt ein brutaler Kampf hier, oder? Das ist ja nicht mehr feierlich. Okay, hier noch eine Mütze. Oh, Alter, jetzt fallen hier einfach Meteorit aus. Nichts auf! Jetzt kommt einfach alles! Ich kann mich daran erinnern, dass es so schwer war! Oh, Hilfe! Oh, jetzt auch noch die Motorgeräusche! Nein! Das Spiel ist einfach so unfair! Okay, bleibt stehen! Stirb doch bitte! Boah! Map! Mach das von draußen! Map! Sägegeräusche des Todes! Oh! Wow! Welch ein Gegner! Ich habe ihn wahrscheinlich ein bisschen blöd angestellt, aber... Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Uff! Schöner Fight gewesen! Hat mir gefallen! Das war doch nett gewesen, oder? So will man es gerne haben. Oh. Der Dino Piranha. 10 Sterne verbleibend. Was kommt als nächstes? Speichern wir mal ab. Speichervorgang. Bitte bestätige irgendwas. Mach einfach nichts aus oder an. Hier gibt es nichts zu holen. Kanonenflotte wird mit Ryok gemacht. Komme, was wolle. Darauf warte ich. Auf den Typen werde ich warten, wo ich das mache. So, wo könnte man jetzt hingehen? Nee, mit dem will ich nicht reden. Der macht mir Angst. Ich könnte jetzt mal wieder gucken gehen, was es noch für Aufgaben gibt. Wahrscheinlich in jetzt in den 3 Minuten schaffe ich eh nichts mehr, aber ich gehe schon mal gucken, was ich jetzt nächstes machen kann. Damit ich überhaupt hier irgendwas Sinnvolles noch im Part verbringe. Oh, Klatsch. Yeah, das Schlafzimmer ist hier. Wow, das sah auch gar nicht aus wie ein Schlafzimmer. Sah es auch echt nicht. Das sah echt nicht aus wie ein Schlafzimmer. Lila, Pink, was gibt es hier in alles die Leitungen? Oh Gott, das ist ja so aufregend. So, wo können wir jetzt dieses hingehen? Kann mir niemand sagen. Oh Gott, nein, nicht zum Zentrum des Universums. Warte bitte, ich habe doch gar nichts gesagt. Gut, wir verschieben mal kurz die Teile. Mal wieder schön ansehen, wie lustig das aussieht, das Viech zu töten. Mini Lubber, jetzt wissen wir auch, wie Lubber so fett geworden ist. Er hat einfach schon damals die Schabernack-Kometen immer bewegen wollen. Tja, und dafür hat er jedes Mal Sternteile bekommen. Immer und immer wieder. Irgendwann waren es einfach zu viele Sternteile. Und dann ist Lubber explodiert. Mampf, Mampf. Ja, seht ihr? Jetzt explodiert er einmal. So, verzieht euch doch, ja. Pump. So, jetzt explodiert er. Tada! So, jetzt haben wir die woanders. Ja, ist alles gut gelaufen. Jetzt halt wieder blöde Kometendinger. Er wirkt von außen, wirkt er nicht fett. Aber von innen her ist es eine sehr, sehr fettleibige Person. Wie man im zweiten Teil sehen kann. Sie ist sehr, sehr fett geworden. Oh, wie das sich freut. Okay. Ich sehe euch nächstes Mal bei Super Mario Galaxy 1. Bis dann.